kleine Süße. Also passen wir auf. Es ist im Moment ganz gar wichtig. Jawohl, ja. Das ist nämlich so. Mein Trixilein ist von einer Brummbiene gebrummt worden. Gepikst worden. Jawohl. Und das tut ganz gefürchterlich weh. Und dann ist die Frau Linche mit ihr sofort zu dem Tierarzt. Und der hat's wieder gepikst. Das ist schlimm. Ja. Und mein Freund Eddie ist jetzt auch von der Biene gepikst worden. Jawohl, ja. Das ist auch schlimm. Der hat auch mit zu dem Tierarzt. Ja. Und ihr müsst aufpassen. Die Dinger, die sind so gelb-schwarz und die Brummsumseln so durch die Gegend. Ja, da musst du aufpassen, wenn du das Brummsumseln hörst. Und dann machst du am besten sofort, hau ab, gib's her, so Geld. Ja, die pixen dich, wenn du denen zu nahe kommst, ja. Obwohl, die sind ja doof, ne, will ich ja nur mal gerade sagen. Die Brummsumseln, die bringen ja Honig, das ist ja was Feines, was Leckeres, obwohl ich mag nichts so Süßes, ich esse lieber Leberwurst und Käse. Aber pass auf, wenn die Honig machen, sind sie lieb. Aber wenn du denen zu nahe kommst, dann kriegen die Angst und dann tun sie dich pieksen. Ja, und wenn die dich pieksen, bleibt das Stachelding, wo die dich dann mit Piepsen in dir stecken. Ja, und die weiß gar nicht, dass sie dann stirbt. Die Bienchen stirbt dann. Ja, aber die ist doch doof. Da soll sie doch nicht stecken. Dann wird sie doch am Leben bleiben. Wir machen ihr doch sowieso nichts. Manu, also Bienchen brummsumselt, sofort Fernsehgeld gehen, abhauen, weg von die Bienchen. Und dann passiert echt nichts und das Bienchen darf auch am Leben bleiben, ne?